Frau Leukert, Sie haben mich schon sehr deprimiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was mich motiviert hat, war das Ministerium so kurzfristig, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, vor einem Jahr eigentlich damit angefangen hat, eine Stabsstelle zu bilden. Die 7 Punkte, die hier benannt worden sind, ermutigt mich, weil ich mache ja alles, was ich mache, mache ich ja freiwillig, dass auch anderen dazu gebracht werden, unterstützt werden, gezwungen werden, ja auch zum Teil nachhaltig zu handeln. Ja, meine Damen und Herren, es ist schon ein Privileg, in Köln eingeladen werden, um ein Düsseldorfer Festival als Best Practice hier vorzustellen. Und Köln und ich, wir haben so einen Hassliebe. Ich bin Ende der 80er Jahre nach Deutschland geflüchtet und bin in Köln-Nippes genauer gesagt, zugeteilt worden in einem Jugendwohnheim. Und nach 2, 3 Wochen hier in Köln kam mein Heimleiter und gab mir so Theaterkarten, sagte Hamid, Theaterkarten, 5 Mark, möchtest du dahin? Ich, ja, kann endlich mal auch mal gucken, wie Westeuropa Kultur funktioniert, endlich mal das erste Mal ein Theater in Köln, bestimmt große Produktionen. Dann bin ich hingegangen nach ein paar Tagen und ich war etwas enttäuscht, weil das Kleine war, ich habe gar nichts verstanden, ich sprach auch kein Deutsch, aber die haben so fließend gesprochen, so ein, ich kann es gar nicht beschreiben, das war für mich sehr, sehr befremdlich und bin etwas enttäuscht wieder nach Hause und nach 2, 3 Jahren habe ich ein Buch aufgemacht und habe ich die Karte wieder gefunden. Und es handelt sich um das Milowitsch-Theater hier in Köln. Das war meine erste Begegnung mit dem deutschen Kultur. Aber warum ich das Ihnen alles erzähle, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die einem zu dem machen, was man ist, was man wird und dass die einem auch so bestimmte Haltung geben. Und es ist ja auch vorhin auch über die Haltung in der Kulturlandschaft besprochen worden. Und ich glaube, warum ich das alles mache, freiwillig zum Teil mache, warum mein Team auch mich so gut begleitet, ist die Frage, ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Was habe ich von der Haltung? Wofür stehe ich als Mensch, als Team? Und was will ich in meinem Leben für mich und für meine Gesellschaft erreichen? Und das ist ja immer so, wenn man ein Ziel hat oder ein Unternehmen gründet, schaut man ja auch, dass man halt Menschen einbindet, die ähnlich ticken. So entsteht ein Team, der bereit ist, nach vorne zu gehen. Und wir haben uns ausgeschaut und festgestellt, dass wir sehr ähnliche Ziele haben, sehr ähnliche Werte stehen und haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass alles, was wir tun, egal welche Veranstaltung, dass wir die 17 Ziele Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen nie aus den Augen verlieren. Und das ist ein Gefühl, was mein Team total zusammenhält, was uns auch Freude macht, weil es wirklich erfüllend ist, dass wir so ticken, wie wir ticken. Und die 17 Ziele, ich habe nochmal hier dargestellt, wir haben ja über soziale Nachhaltigkeit gesprochen, die haben ja alle miteinander zu tun. Und ich habe ja auch vorhin über Milowitsch gesprochen, ne? Also soziale Ticket, Ziel Nummer 1, keine Armut. Wir haben festgestellt, dass vieles gibt, aber wir wollen uns heute bei meinen Maßnahmen, bei unseren Maßnahmen, uns auf das ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren, ohne die anderen Ziele aus den Augen zu verlieren. Und das wären ja saubere Wasser, Lebens im Land, unsere Umwelt, das sind ja die 4 Ziele der Biosphäre, die ich Ihnen vorstellen möchte, habe. Und dann haben wir als erstes bei unserem Team aufgeschrieben und festgestellt, wir tun vieles. Wir sind bei den 17 Zielen gar nicht so weit und es gibt ja verschiedene Kooperationen. Wir arbeiten schon lange bei Ziel Nummer 1 mit der Kulturliste. Das heißt, wir geben schon längst, seit 13 Jahren schon freie Karten an eine Organisation, der dafür sorgt, dass die Menschen, die sich Kultur nicht leisten können, auch zu uns kommen zu können. Wir arbeiten schon längst, versuchen wir so wenig wie möglich zu printen, zu plakatieren, gelingt uns nicht immer, aber zumindest ist es uns bewusst, was wir da machen.
Und Sie haben ja vorhin über die wir haben ja vorhin über Strategien gesprochen, dass man als erstens sich klar wird, welche Strategie fahre ich. Was hier auf dieser Folie ist, nicht ist, bei uns ist natürlich einfach, wir sind ein kleines Team, ich bin der Geschäftsführer. Also das große Problem, die Spitze, ihre Vorstand, ihre Generaldirektion mitzunehmen in ihrem Haus, das gibt es bei uns natürlich nicht. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Dass sie nicht einfach so nebenbei, Isabella, du hast ja 3/4 Stelle, mach auch mal das Thema Nachhaltigkeit, das wird nicht funktionieren. Ihre Spitze, ihre Chefs, die müssen dahinter stehen. Dann diesen nämlich die Leute, die auch die Mittel zur Verfügung stellen. Und ich glaube, man sagt ja, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, wenn der Kopf nicht funktioniert, ja, dann funktioniert der Rest nicht. Daher meine große Appell an Sie alle, begeistern Sie, stecken Sie die Vorstandsebene an, damit die Spitze der Chefetage Sie begleitet und unterstützt. Und das machen Sie nicht alleine. Sie haben bei Museum Ludwig gesehen, das ist ein Team. Nachhaltigkeit ist ein Teamwork. Alleine geht es nicht. Bilden Sie ein Team, machen Sie Vereinbarungen, machen Sie schriftliche Verträge miteinander, wie Sie sich verhalten wollen. Und setzen Sie Ziele, indem Sie sagen, ich will bis ja so oder so 50% von unserer CO2 sparen. Oder dass Sie sagen, wir budgetieren unseren Ausstoß. Sie kennen das ja alles, wenn Sie einen Antrag stellen, machen Sie auch einen Haushalt. Genau dasselbe können Sie auch mit Klima, mit CO2 machen. Ich möchte gerne anhand 2 Festivals konkrete Beispiele nennen, wie wir das umsetzen und dass Sie es auch sehen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Das eine ist das New Fall Festival, ein 5-tägiges Festival mit 8.000 Leute bis mit 10.000 Leute, ist allerdings Indoor, das heißt, wir haben nicht unbedingt einen Einfluss daran, wie die Häuser sich verhalten, weil wir Fremdveranstalter sind dort. Das andere ist ein Open-Air-Festival, ein Wochenende mit 15.000 Besucherinnen, der keinen Eintritt kostet, wo die NGOs auch sehr gut eingebunden werden. Sie werden sehen, aber egal was man macht, ob man ein Zirkusveranstalter ist oder Festivalveranstalter, es gibt auf einer bestimmten Ebene immer wieder dieselbe Möglichkeiten, CO2 zu sparen. Ein sehr interessantes Thema, wie kann ich nachhaltig Programm machen? Und ich habe echt viel Streit in meiner Branche mit meinen Kolleginnen und Kollegen, weil die sagen, wir sind ja Kulturleute, wir wollen die Freiheit, ich möchte gerne ausstellen, was ich will. Und ich bin der Meinung, das eine muss überhaupt nicht das andere ausschließen. Es geht beides zusammen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn wir eine Band, eine Künstlerin, einen Künstler aus Wien nach Düsseldorf bringen wollen, wenn wir aus Paris eine Band haben wollen, dann kriegen die ja von uns ein Offer, ein Angebot. Da drin steht, liebes Management, wir bezahlen 10.000 Euro für Band sowieso, plus Fahrtkosten für erste Klasse Ticket. Sollte die Band sich dafür entscheiden, aber zu fliegen, wird dieses Angebot minus CO2-Abgaben eurer Flüge sein. Und da fing es an nachzudenken, wie gehe ich damit um als Manager? Ne? Mache ich das? Und warum bietet mir überhaupt sowas an? Und das ist genau das Ziel. Das Ziel, was wir haben, dass die Menschen angestoßen werden, nachzudenken, wie sie sich von A nach B bewegen. Und glauben Sie mir, die nehmen den Zug. Ich habe vergessen vorhin was zu erwähnen, was ich sehr wichtig finde, wie Sie vorgehen sollten. Machen Sie Pakete. Setzen Sie sich hin, überlegen Sie sich, was von Schritten Ihre Produktion hat. Ich habe hier 4 Schritte gemacht. Ich habe über Vorproduktion, werde ich mit Ihnen sprechen, über das Booking, Vorproduktion, also Vorbereitung eines Festivals, über die Kommunikation und Marketing, das ist das Paket 2. Das Paket 3 ist das Festival, das Tun vor Ort, also diese 3 Tage, wo das Festival stattfindet. Und das Thema Mobilität habe ich also auch ein Paket geschnurrt. Und genauso können Sie auch anfangen zu arbeiten, indem Sie eigene Einheiten bilden in Ihrer Arbeit.
Das Thema, das Paket 2, die Kommunikation, sowohl intern als auch extern, da statt Team informieren, das ist nicht richtig. Team sollte man mitnehmen, Team muss Teil davon sein. Wir haben miteinander besprochen, wir haben einen Vertrag, wir haben uns vereinbart, also das ist auch verschriftlich, wie wir uns verhalten. Ganz wichtig ist allerdings, dass ihre Kommunikation gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern stattfindet, damit die sehen, für welche Werte sie stehen, warum handeln sie so, warum machen sie solche Offer, damit sie auch das respektieren. Die können es ja nicht wissen, dass das Festival oder das Museum versucht, klimaneutral oder CO2-arm zu werden. Und vor allem sprechen sie mit ihrem Besucher, weil indem sie ihre Handeln, was sie tun, nach außen kommunizieren, fangen die Besucherinnen und Besucher auch zu verstehen und auch versuchen, sich auch daran zu orientieren, was sie da machen. Wenn sie Marketing machen, versuchen sie, das meiste digital zu stellen. Das wird aber nicht gehen. Das wird bei meinem Festival geht das nicht. Ich muss ganz viel plakatieren und ich weiß, das ist ein Schauspiel. Sie wollen ja auch Flyer drucken. Das ist auch komplett in Ordnung. Aber vielleicht kann man auch kreativ überlegen, okay, wenn ich eine Flyer mache, dann vielleicht versuche ich die Rückseite davon als Geschenkpapier zu bedrucken. Ich wollte Ihnen gerne was mitbringen, aber die waren alle bei uns vergriffen. Die sind wirklich alle weg. Also es gibt so Kleinigkeiten, die Sie in Ihren täglichen Arbeit verwenden können, damit Sie weniger Müll produzieren. Oder suchen Sie sich ich will keine Firmennamen nennen, ein Unternehmen, eine große Rückerei in Nürnberg. Klar können Sie da bestellen, aber das Ding muss auch von Nürnberg nach Köln bzw. nach Düsseldorf geschickt werden, die ganze Plakate. Also vielleicht können Sie schauen, ob Sie vor Ort was finden, ein Partner, der auch ähnliche Preise hat, aber machen Sie sich auf der Suche, das ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Und was einfach ist, dass Sie halt vielleicht Ihre Kommunikation, Ihre Plattformen versuchen, auf eine klimaneutrale Server zu stellen. Das funktioniert, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Anbieter, die zumindest den Strom, was sie verbrauchen, auf den Ökostrom umgestellt haben. Zu Thema Produktion, wir sind bei dem dritten Paket angelangt. Wir gehen als Festival so vor, dass es gibt ja immer diese Catering-Rider, ne, von den Künstlern. Da steht, ich hätte gerne das und das und ich hätte gerne den Wein und am besten Pilsener Urquell aus Tschechei. Und wir sind einfach sehr konsequent und haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Und das erklären wir, dass diese Kommunikation ist sehr wichtig. Wir haben ausschließlich vegetarische Catering in unserem Backstage. Da können sich die Künstler auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln. Das ist unsere Strategie, da halten wir einfach durch. Und wir nutzen auch wirklich regionale Produkte. Und auch das Bier, es gibt sowohl in Köln, in Düsseldorf etwas besseres Bier. Und wenn wir das erläutern, dann funktioniert das. Dann sind sie auch zufrieden, die Künstlerinnen. Und so vermeiden wir auch natürlich entsprechend CO2. Bei sauberer Energie, ich hatte Ihnen erzählt, dass das New Fall Festival ja in bestimmte Häuser stattfindet und wir wollten unbedingt Ökostrom haben und haben gemerkt, okay, die Häuser, wo wir halt bespielen wollen, haben das nicht, haben den KW-Verbrauch uns aufgeschrieben, sind damit zum Stadtwerk in Düsseldorf gegangen und gesagt, könnt ihr das umsetzen als Ökostrom und hier ist die Adresse, das haben wir uns geschickt. Und kaum eine Woche später haben die Häuser von sich selber mit dem Stadtwerken gesprochen, dass die komplette Stromzulieferung von denen auch Ökostrom gibt. Was ich damit sagen will, wir sind ein kleines Festival, aber haben geschafft, die Menschen, die Museumsleiter, die Konzerthallen auch zum Nachdenken bringen, dass es auch anderes geht. Merchandising, ein Thema, die für Festivals sehr wichtig ist, vielleicht weniger für die Theater oder für die Museen, aber jeder Fan möchte gerne ein T-Shirt für seine Band oder für seine Festival tragen. Und wir haben gesagt, wir haben keine T-Shirts, aber ihr könnt eure eigenen T-Shirts bringen. Wir bedrucken euch für 5 Euro mit unserem eigenen Logo. Und ich meine, das ist auch eine Geldfrage, ne? Wir wollen auch natürlich, wenn man verkauft, verdient man auch damit Geld.
Dann haben wir eine Sekunde. Unsere alte Banner von dem Festival ist gar nicht weggeschmissen, sondern die wirklich als Tasche umnähen lassen. Und das sind die zwei einzigen, die wir haben. Wir haben alle verkauft und daran auch Geld verdient. Also es geht auch anderes. Man muss einfach bereit sein, andere Wege zu gehen. Ich habe das Thema Gastro extra hier stehen lassen, weil ich bin da sehr hin und her gerissen. Bei einem Festival wird ja bekanntlich viel Bier getrunken, die müssen ja im Becher. Und ich habe so überlegt, okay, Becher, Pfand, es gibt ein Unternehmen, in der Tat aus Köln. Wenn ich aus Düsseldorf jetzt 20.000 Becher bestelle, dann kommen ein 18-Tonner von Köln nach Düsseldorf. Dann wird der 18-Tonner wieder von Düsseldorf nach Köln leer zurückfahren. 3 Tage später muss dieser 18-Tonner wieder diese Becher abholen bei mir und dann wieder zurück nach Köln fahren, damit diese Becher mit 60 Grad gespült werden. Ob das nachhaltig ist, weiß ich nicht. Da haben wir gesagt, wir produzieren unsere eigenen Becher für 1 Euro, geben wir das Publikum, die können das mit nach Hause nehmen und behalten wir halt diese Kosten, diese 1 Euro, was wir halt dafür produziert haben. Pustekuchen. Ich habe noch nie in meinem Leben mit so vielen Menschen wegen 1 Euro diskutiert. Also das Konzept ist nicht aufgegangen. Ich habe auch noch keine Idee, wie ich das dieses Jahr mache. Was ich damit sagen möchte, probieren Sie es aus. Wir wissen auch nicht alles. Man muss einfach mal ausprobieren, wie sein Publikum reagiert. Wir haben sehr viel über, Sie werden es auch nachher sehen, was Mobilität von einer großen Rolle bei meinen Bilanzen, bei unserem Bilanz spielt. Ich habe ja erzählt, wie wir die Künstler geopfert haben, aber die Künstler sind ja auch so, die kommen ja teilweise mit Nightliner und mit riesen LKWs das ist nicht so schlimm wie Fliegen, aber schon finde ich, dass es auch für die Stadt nicht gut ist, dass diese riesen LKWs immer durch die Gegend fahren. Und wir haben da ein bisschen gelogen. Wir haben den Künstlern gesagt, ihr könnt gerne mit Nightliner fahren, aber der Stadt Düsseldorf hat uns nicht erlaubt, dass am Wochenende der Nightliner durch die Stadt fährt auf unser Gelände. Wenn ihr mit Nightliner fährt, dann müsst ihr leider auf dem Messeplatz parken und dann werden wir euch mit E-Mobilität abholen. Hat es funktioniert? Das Publikum, natürlich haben wir ja keinen Einfluss, wir können ja nicht bestimmen, wie die zu uns kommen, aber wir können die unterstützen, dass die klimaneutral reisen. Kommt mit dem Fahrrad. Wir sorgen dafür, dass Plätze gibt zu parken und wir sorgen dafür, dass eure Fahrräder, Düsseldorferinnen haben ja teure Fahrräder, gut geschützt ist. Und obendrauf, wenn ihr Lust habt, gibt es auch eine Fahrradwerkstatt, die wir euch stellen und ihr könnt auch zwischendurch mal eure Fahrrad entweder aufpumpen, erfrischen lassen und so weiter und so fort. Und Ende des Liedes war, dass wir gar nicht so viel Platz hatten, weil wir so alle Leute wirklich mit dem Fahrrad oder viele mit dem Fahrrad gekommen sind. Also was ich damit nochmal sagen möchte ist, versuchen Sie auch das Publikum dazu zu bringen, indem Sie andere Angebote machen, außergewöhnliche Angebote machen und nicht unbedingt das Autofahren unterstützen. Wir hatten einfach gar keine Parkplätze gehabt. Also wir haben es gar nicht angeboten. Das heißt, das Publikum hatte wirklich ein Problem, wenn die mit dem Autos gekommen wären. So, dann haben wir bilanziert. Und das ist von Ehrenhof Open, 16 Musikfans, 15.000 Besucher. Wir haben viele NGOs eingeladen, die ihre Arbeit bei uns vorgestellt haben. Wir haben 50 Gramm Müll pro Kopf gehabt, das ist nicht viel, aber viel für ein Festival, der in der Stadt stattfindet. Das sind ja keine Zelten. Und 90% der Besucher sind wirklich umweltfreundlich eingereist. 33 Tonnen, wir haben das mit Atmosphäre gemacht, der Bilanzierung, die haben uns begleitet. Wir durften 800 Euro bezahlen, ärgert mich, ich hatte am liebsten gar nichts bezahlt, aber geht leider nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass Vermeidung von CO2 ist viel wichtiger als auszugleichen. So sieht es aus. Wenn Sie schauen, der größte Teil, 2/3 fast, ist die Mobilität. Mehr als 2/3. Aber die Frage ist,
Was wäre passiert, wenn wir diese Mobilität, diese Verhalten von Künstlern oder von unseren Besuchern nicht entsprechend gesteuert hatten? Das wäre das 3- oder 4-fache mehr gewesen. Stromverbrauch ist ganz klein. Was wäre passiert, wenn wir diesen Rest, was ich Ihnen hier, ob Müllvertrennung, Essen oder Übernachtung, auch nicht drauf geachtet haben? Ich glaube, wir wären bei 300 Tonnen gelandet. Eine absolute, also wir haben wirklich 70%, 80% gespart oder nicht CO2 ausgestoßen. Deswegen, es ist zwar viel, aber ich glaube, es lohnt sich wenn wir uns alle Mühe geben, in diese Richtung zu gehen. Nun, vielleicht ein letzter Satz. Da sind viele Beispiele gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie einfach anfangen. Und Sie müssen auch nicht alles bedienen. Mein Wunsch oder mein Vorschlag an Sie wäre, Sie mitzunehmen, dass Sie überlegen, okay, welche Maßnahme mache ich? Sie müssen nicht alles auf einmal machen, aber bitte machen Sie die Maßnahmen, die Sie machen, richtig gut. Das wäre das, was ich mir wünsche. Vielen Dank.